Liebe Hörerinnen und Hörer, ich, Pfarrer Markus Beulich, grüße Sie ganz herzlich aus der Christophoruskirche in Laubegast. Hier stehe ich. Alles nimmt seinen Ausgangspunkt bei uns selber, beim eigenen Ich, meine Gefühle, meine Wahrnehmungen, meine Körperlichkeit, im Hier und Jetzt unentrinnbar. Ich kann nicht aus meiner Haut, bin den Ereignissen ausgesetzt, die von außen über mich kommen. Ich versuche ihnen zu trotzen, zu widerstehen, aber wird es gelingen? Ich finde es nicht leicht, in diesen Tagen mutig und standhaft zu bleiben. Zu viel Leid und Elend ist da überall. Unzufriedenheit, Müdigkeit, Existenzangst, Besserwisserei, Gewalt, Krieg, Krankheit, Uneinigkeit. Wie kommen wir da hindurch? Jeder findet da seinen eigenen Weg, eigene Regeln, irgendwie stark werden und durchkommen. Hier stehe ich und weiß nicht weiter. Einige, so denke ich, müssen doch vorangehen und sagen, wie es läuft, so wie gute Hirten, die standhaft sind, die die Gefahren kennen, abwehren. Am kommenden Sonntag haben wir den sogenannten Hirtensonntag. Doch wo sind diese Hirten zu sehen? Wehe den Hirten, die sich selbst weiden, mahnt der Prophet Ezechiel. Und ich höre darin eine Mahnung an all diejenigen, die glauben, aus eigener Kraft bestehen zu können, die meinen, sie wissen selber den besten Weg zur fettesten Wiese und zum frischesten Wasser. Und zum bestgedeckten Tisch, die sich selber gerne salben möchten, zum König, zum Besserwisser, zum Heilspropheten, die sich auf Kosten der anderen vorbeischlängeln, ans Stoppzeichen und allem Anstand vorbei. Diese klagt der Prophet Ezechiel an. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Denn das ist die ureigenste Aufgabe der Hirten, sich an erster Stelle um die ihnen anvertraute Herde zu kümmern, nicht um sich selber. Krankheiten heilen, Wunden verbinden, sich für andere sorgen. So kennzeichnet Ezechiel einen guten Hirten. Wer aber ist solch ein Hirte? Ich höre darin einen Auftrag an uns Christenmenschen, solche guten Hirten zu sein. Gleichzeitig merke ich, ich kann nicht anders. Selber den Weg finden durch die Misere, selber möglichst unbeschadet durchkommen, keinen Schaden nehmen, gesund bleiben. Mich selber weiden, mich selber verbinden, vielleicht noch meine Familie. Für mehr ist selten die Kraft da. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht aus meiner Haut. Ich bleibe ich. Meine Gedanken, meine Ängste, mein Körper in dieser Welt. Ich kann nicht anders. Das heißt aber auch, meine Vorstellungen, meine Visionen vom Zusammenleben, meine Ideen für die heile Welt. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Einer hat das mal so ähnlich gesagt. Am 17. April 1521 auf dem Reichstag in Worms. Einer, der mit sich und seiner Welt gerungen hat. Hier stehe ich und kann nicht anders. Martin Luther, der Augustinermönch. Seine Worte konnten ihn das Leben kosten. Es ging ihm um die Sache, egal welche Mächte ihm gegenüberstanden und welche Gewalten ihn in ein Korsett zwängen wollten. Von klein auf hat Luther eingezwängt gelebt. Und dann hat er selber angefangen zu beten, die Bibel zu lesen, einen neuen Weg zu erforschen und mit anderen darüber diskutiert. Da las er von einem Gott, der zu seinem Wort steht, voller Kraft, der da ist für seine Herde, der für andere sorgt. Ja? So spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern.
Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Nicht die eigene Kraft soll helfen, nicht, dass sie selber weiden, selber den Weg durchs dunkle Tal finden, sondern Gott ist es, der als der Hirte selber seiner Herde vorangeht. Weil er diese Erfahrung gemacht hatte, stand Martin Luther zu seinen Büchern, stand zu dem, was er in der Bibel von Gott erfahren hatte. Für uns kann das in diesen Tagen eine Ostererfahrung werden, ein österliches Erkennen. Nicht ich selber erwecke mich zu neuem Leben, nicht ich selber stehe in einem neuen Morgen, in einem neuen Tag. Nicht meine Kraft, auch nicht meine Kraftlosigkeit entscheiden über Wohl und Wehe dieser Welt. Orientierung und Kraft schenkt Gott, der Gott, der der gute Hirte ist. Es kommt nicht auf mein Ich an, sondern auf ihn. Er hat meine Schwächen, meine Sorgen, meine Ängste im Blick. Er sorgt für das Verbinden der Wunden, sucht das Verlorene und Vereinzelte. Er bringt es zurück und sorgt für die Verbundenheit untereinander. Gott helfe mir. Amen. So schließt Martin Luther seinen Ausspruch vor dem Kaiser und dem ganzen Reichstag. In diesen wenigen Worten steckt die ganze Angewiesenheit der menschlichen Existenz auf das Vertrauen in das Dasein dessen, der bei den Seinen bleibt. Der, der der gute Hirte ist, der auch zu uns sagt, ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Gott weiß um das menschliche Ich, das oft nicht anders kann. Er weiß um all die Unzulänglichkeiten und die menschlichen Versuche, irgendwie durchzukommen. Er kennt das größte Leid und die tiefste Trauer und führt doch durch diese hindurch. Und deshalb sage auch ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.